Hey, tut mir leid, bin zu spät. Morgen, Parker. Ist es Abend? Ist egal. Checken Sie die Neurosensoren, ja? Die müssen schneller reagieren. Bin dran. Unter 3 Millisekunden wäre gut. Okay, vielleicht eine Optimierung des Lastrelais. Sehr schön. Okay, und jetzt? Da ist wohl irgendein Widerstand im Neurosensorkreis. Fertig. Das Störverhältnis ist echt brutal. Ein neuer Signalprozessor reduziert den Lag. Hab es, Doc. 2,8 Millisekunden. Gute Arbeit, Peter. Ja! Könnte man einen kleinen Erfolg nennen. Ich würde das eher unglaublich nennen. Brauchen Sie Hilfe? Ja. Doktor, was fehlt Ihnen? Ist das so offensichtlich? Meine Ärzte nennen es degenerative neurologische Störung. Vermutlich durch den Umgang mit toxischen Chemikalien in meiner wilden Jugend. Das tut mir leid. Kann ich irgendwas tun? Sie tun schon was. Das Schlimmste daran ist, es betrifft ausschließlich die Muskulatur. Der Geist arbeitet weiter, aber kann nicht mehr handeln. Nur Sie wissen davon, Peter. Ich möchte, dass das so bleibt. Selbstverständlich. Vielleicht suchen Sie sich lieber etwas mit mehr Zukunft. Der Grund, warum ich hier arbeite, ist das, was Sie hier oben haben. Und das verschwindet nicht. Und ich auch nicht. Oh, Peter, bevor ich es vergesse, es gibt da einen faszinierenden Artikel über Möglichkeiten für die neurale Schnittstelle. Ich schau's mir an. Danke, Doc. Ich erinnere direkte Schnittstelle mit den Basalganglien.
Aufregend und riskant. Ich weiß nicht, Doc. Man braucht ein Gallium-Seiden-Array, damit das klappt. Und selbst dann ist das Verletzungsrisiko hoch. Gallium, genial. Und die Risiken kriegen wir doch in den Griff. Doc ist sehr krank. Er könnte die Kontrolle über seine Motorik in einem Jahr verlieren. Und wenn wir nicht aufpassen, macht ein intrakranielles Implantat es nur schlimmer. Bis zur Persönlichkeitsveränderung. Wir müssen vorsichtig sein. Peter schöpft Verdacht. Er verbirgt es, aber ich spüre es. Er hat das Zucken bemerkt, die Verschlechterung meiner Feinmotorik. Naja, ich wollte ja ein Genie zum Assistenten. Natürlich weiß er es. Ich brauche mehr Zeit. Meine Arbeit kann das Leben von Millionen verbessern. Millionen von Leben retten. Auch mein eigenes. Ich brauche nur mehr Zeit. Doc, tut mir leid. Meine Tante schreit. Kein Problem, Peter. Ich wollte ohnehin gerade Pause machen. Aber erst noch die Telemetrie da. Danke. Dauert nur ein paar Stunden. Hi, May. Lass mich raten. Verspätung? Nein, bin sogar schon unterwegs. Hast du was von Miles gehört? Nein, aber seine Mutter meinte, er kommt, also... Gut, ich komme gleich. Bis dann.